herzlich willkommen zu unserer Vernissage Simon Berger in der Stiftung Konstanz. Was haben Korkzäpfe, Kobelspäne, Pingpongbau, Fahrradglocken gemeinsam? Was haben die gemeinsam? Auf den ersten Blick eigentlich nichts, oder? Aber wenn man dann noch einmal genau schaut, den zweiten Blick, ein bisschen aus Distanz, dann haben sie doch recht viel gemeinsam, nämlich aus diesen Rohstoffen, die ich vorhin gesagt habe, also aus den Korkzäpfen, den Hobelspänen, den Pingpongbau, kann man spannende Kunstwerke kreieren und solche einmalige Kunstwerke, geniale Meisterwerke, die hat unser Künstler, der Simon Berger, erschaffen in den letzten Jahren. Und darum haben wir Freude, dass wir heute eine Vernissage haben von seinem Buch, wo wir euch dann noch vorstellen. Also liebe Frauen und Männer, jetzt fange ich richtig an. Liebe Hürdenmitglieder, ich habe noch Freude, dass sie den Weg hierher gefunden haben. Die Kunsthof Stiftung Wangerried. Merci, dass wir so viele Gäste haben. Da haben wir Freude, sehr natürlich. Lieber Reto Bertschi, dort ist er. Liebe Romy und Beat Müller, die sind auch irgendwo noch immer versteckt. Ja, dort, also. Merci vielmals. Nachher haben wir noch. Jetzt habe ich eigentlich die, die ich namentlich begrüßen wollte. Und eben der Simon Berger ist hier. Platz haben wir genug, es ist schön hier, das Wetter stimmt. Der Petros hat sich entschuldigt bei der Einladung, aber dafür hat er uns schönes Wetter geschickt. Also wir freuen uns, dass wir heute das zusammen dürfen feiern. Es gibt einen spannenden Nachmittag oben mit euch zusammen. Noch einmal ein paar Worte zum Kunsthof. Ihr wisst es auch, das meiste schon, was ich jetzt sage, aber ich wiederhole es noch einmal. Der ist 2015 gegründet worden. Das ist eine Stiftung, die wir zusammen gegründet haben. Und zwar mit dem Reto, mit dem Beat und der Romy Müller. Meine Frau und wir haben die Stiftung ins Leben gerufen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir junge Künstler aus der Region fördern, denen helfen, denen eine Plattform bieten, für ihre Kunstwerke zu zeigen und auch mit Ereignissen, mit Events und der Presse zu dokumentieren. Und dann haben wir uns auch entschieden, jungen Künstler ein kleineres, aber doch sinnvolles Stipendium zu schenken, also Geld jeden Monat. Und einer von den ersten Künstlern, der in den Genuss gekommen ist, von dem Stipendium, ist jetzt eben der Simon Berger. Sag, wie lange ist es jetzt? Schon 2 Jahre? Ja. Ungefähr. Auch so. So, jetzt zum Einstein. Albert Einstein, Kunst am Bau. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Das hat der Einstein gesagt. Er hat gelebt vom 14. März 1879 bis am 18. April 1966. Und der Einstein ist eigentlich ganz verrückt, was der eigentlich gesagt hat. Dem, ich habe mich immer mit dem befasst und immer wieder probiert, das mit dem klarzukommen. Er hat gesagt, Energie kann weder erschaffen noch zerstört werden. Energie bleibt Energie. Das Einzige, was sich ändern kann, sie kann in eine andere Form umgewandelt werden. Und auch das Erhaltungsgesetz, das gilt auch für die Materie. Also die Materie bleibt Materie oder dann wird sie umgewandelt. Die Materie, die verschwindet nicht. Und er hat nachher im 1905 hat er die berühmte Formel aufgeschrieben, die man überall sieht heute. E gleich m mal c Quadrat. Und das hat natürlich die klassische Physik total durcheinandergebracht. Und wenn ihr euch überlegt, was das wirklich heisst, er hat nämlich dann behauptet, dass Materie ist nichts anderes als Energie und Energie ist nichts anderes als Materie. Also wenn man Materie auseinanderjagt oder auseinandersprengt,
gibt es ganz Haufen Energie. Und wenn man Energie wie verrückt zusammendrückt, gibt es wieder Masse daraus. Also die Äquivalenz von Masse und Energie. Entweder hat man Energie oder hat man Masse. Und seit dem eben, und es verschwindet keins von beiden, oder? Es ist bei alles erhalten. Und seit dem 22. Juni haben wir bei uns am Bau von der Mozzorex eben so ein Kunstwerk, ein Porträt vom Gesicht von Albert Einstein an unserer Fassade. Farbig, 30 Quadratmeter gross ist es. Und erschaffen hat das Werk eben der 41-jährige Künstler Simon Berger, hier nicht mehr, in 500 Arbeitsstunden. Wir haben ihn gerade eingestellt, wir haben ihn bei uns auf die Lohnliste genommen. Bewusst, oder? Du weißt noch, was ich dir gesagt habe, Simon. Ich habe gesagt, Simon, du kommst bei uns auf die Lohnliste. Der A muss arbeiten. Das darf ich auch sagen. Und dann wissen wir, wie viel du das schaffst, oder? Dann bist du versichert, dann musst du Ordnung haben bei uns. Es wird nicht gerockt in den Räumlichkeiten und alles ist geordnet und die Leute werden dazu schauen, dass ja nichts passiert, wenn irgendwie auf einer Leiter oder irgendjemand hochklettert ist. Und sie haben auch gut zu der Flucht, oder? Du hast gerne gesagt, dass einer auf die Leiter. Ja, das ist er auch wieder hier in meiner Nacht, irgendjemand oben. Also, wir haben nachher für Simon Berger haben wir Teile organisiert von unseren Kunden aus der ganzen Welt. Alles Krebs, oder? Haben wir von Töffen, von Autos, von Traktoren, von Baumaschinen, von Lastwagen, von Velo, einfach einen Schrotthaufen, haben wir ihm hergekehrt. Sicher 20 Palettrahmen voll Schrott. Und er hat das nachher angeschaut, der Simon. Hat ein bisschen gestaunet. Hat zuerst noch ein bisschen Zweifel gehabt, ob er es auch können. Und nachher hat er die richtigen Teile genommen. Und hat es an den richtigen Ort her. Auf einem Rahmen, 6x5 Meter, so eine, wie ein 9-Stein, oder? Hat das ausgesehen, 6x5 Meter. Und dort hat er mit 1800 Schrauben nachher das Gesicht gemacht vom Einstein. Und wenn ihr dort davor steht, ich bin selber, du hast schon vorhin gesagt, ich bin selber schauen, und unsere Leute auch, das ist am Boden gelegen, das Kunstwerk, da hat man überhaupt nichts gesehen. Einfach ein Schrotthaufen. Und wenn man da auf die Distanz gegangen ist, hat man dann plötzlich gesehen, dass der Einstein einmal anschaut. Und zwar war er am Schluss etwa 3 Tonnen gewesen, die Alteisendeponie. Und wenn man auf die Distanz geschaut hat, hat er plötzlich einen Schnauz gehabt, einen Haarschopf. Und wir haben ihn gesehen, oder? Einen Schnauz aus Auspuffrohr hat er einen Schnauz gehabt. Nachher das Velolütti, ein glänziges Velolütti, war der Augenspiegel gewesen. Das war auch etwas vom Schwierigsten, oder? Das Auge. Ja, das zweimal gemacht. Ja, wenn der noch ein bisschen schillt, oder? Und der Augenspiegel ist das Velolütti, das glänzt, oder? Das kleine, glänzige Pünktli. Nachher aus einem Ferrari-Kotflügel ist der Hemmliskragen geworden. Ein Boxermotor ist die Ohrmuschel gewesen. Und noch viel mehr von diesen speziellen Schrottteilen haben ihn nachher plötzlich angeschaut im Gesicht vom Albert Einstein, als kleinste Detail beim Simon hat gestummen und das Ganze dann erst noch farbig. So, und jetzt komme ich zu einem Kompliment an unseren Künstler, an Simon Berger. An der Fantasie von Simon Berger sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Er macht aus Dachlatten macht er einen Afro-Wuschelkopf in Melchnau, den habt ihr vielleicht auch gesehen. Und ein Mädchengesicht, das ist wieder hier. Das Mädchengesicht aus Weinkorken von Simon Berger. Bestandteile von einem Klavier werden zum Porträt von einem bekannten Jazzmusiker. Und ihr jetzt könnt sehen, bei den Jazztagen in Langenthal aus Hobuspön macht er Bildnis. Also, und die haben eigentlich etwas Gemeinsames, die Gesetze von Einstein und der Simon als Künstler. Er wandelt nämlich kreative Energie, seine kreative Energie wandelt er um in künstlerische Materie. Und dank dieser Umwandlung bleiben uns die Kunstwerke erhalten.
Oder die Erschaffung von dem Kunstwerk Einstein ist ja auch noch dokumentiert worden mit Fotos und Filmen und Text, und zwar von Robert Zemp. Er ist regelmässig schauen. Er hat mit dir zusammen nachher das Buch geschrieben, das wir heute mitgebracht haben. Merci vielmals für eure grosse Arbeit und die schönen Texte. Wir haben Freude. Das Buch haben wir heute hier. Es ist ein wunderschönes Buch. Wir haben es mitgebracht. Wir wären auch froh, der Kunststoff, wenn ihr es kaufen würdet. Weil wir brauchen ein bisschen Geld. Und wir sind auch eine gemeinnützige Stiftung. Und wir sind nicht unbedingt auf Rosenbett. Aber es lohnt sich. Es ist ein guter Kampf. Also, wir gratulieren dem Künstler Simon Berger ganz herzlich und wir hoffen, dass er noch ganz viel mit sehr kreative Energie umwandelt in materielle Kunstwerke. Merci vielmals, es ist ein Applaus. Jetzt haben wir aber noch ein Geschenk mitgebracht. Das ist, wir haben hier etwas gefeiert, unsere Firma. Letzten Samstag sind wir noch, vorletzten Samstag, aber langsam ein Genuss. Sind wir mit den Mitarbeitenden und ihren Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern sind wir ausgeflogen. Wir haben alle so einen Picknicksack bekommen mit Essen drin. Und da haben wir jetzt dir auch einen mitgebracht. Ja, warte, da ist etwas drinnen, oder? Du musst schauen, man muss da etwas rausnehmen. Irgendwie hat es hier so Zäpfe drin. Ganz rauf Zäpfe. Aber es hat noch mehr drin, wisst ihr. Weil wir haben noch gedacht, wir müssen irgendwie ein bisschen helfen, Simon Berger, dass wenn er dann plötzlich so viele Ideen hat und dann fast in dem Ideenmeer untergeht, müssen wir ihn ja schützen, weil wir wollen ihn ja schliessen noch weiterhin als Künstler unter uns haben, dass er arbeiten kann. Und darum haben wir gedacht, wir machen ihm, wie früher, machen wir ihm so einen Rettungsring aus Weizen. Ich habe ihn probiert. Eben, dass er also auf diesen Ideen, in der Ideenflut, die er ja hat, oder, dass er nicht untergeht und uns erhalten wird. Wir haben sich wer von euch. Hätte ich noch so einen angehabt, früher? Du, gell? Also ich bin noch. Also meine Eltern waren nicht sehr begütert. Und wenn ich dann oben im Body bin, so mit dem Kärtchen um den Hals, oder, habe ich dann so einen Zapfen-Schwimmgurt mitgenommen, dass ich nicht untergegangen bin. Und dass alles noch ein bisschen zusammenpasst, oder, dass es ein bisschen poppig aussieht, haben wir dir noch eine ganz schöne Holzsonnenbrille mitgebracht, mit Wasserex-grünen Gläsern. Also die ist nicht kostbar, also die kann man gar nicht kaufen, die kann man nur geschenkt bekommen. Also, wir danken Simon Berger, wir gratulieren ganz herzlich und im schlimmsten Fall, wenn du den nicht mehr brauchst, kannst du ja immer noch das Kunstwerk daraus machen. Merci vielmals, merci, dass ihr gekommen seid. Also. Merci, dass ihr heute gekommen seid. Ich werde es nicht mehr länger machen. Nein, es wird ein Wein, es hat roten Wein. Der Simon trinkt eigentlich gerne roten Wein, wir haben ganz viele roten Wein. Könnt ihr hier aussen, wie ihr wollt, wir sind wirklich noch lange hier. Ich habe genug Licht, genießt ihr den Kunsthof. Und ich möchte auch eigentlich noch so ein bisschen Simon merci sagen. Es ist der erste Künstler, den wir haben dürfen. Also fördern, Familie Müller, Familie Regenass. Ich habe sehr viel dazu da. Und ich denke auch, dass es weitergeht, dass wir wirklich die Oberaargauer Künstler weiter fördern können.
Wir können immer nur immer etwa ein oder so, wir können nicht gleich 10, aber wir sind dort fleissig dran. Und man sieht jetzt, was rauskommt, wenn man darf teilhaben an seinen Arbeiten und ihm halt nachher auch Ausstellungsfläche oder eben auch diverse Ausstellungen zu ermöglichen. Ich werde von meiner Seite ganz fest Merci sagen, Simon. Gute Sache. Bleib so, wie der bis jetzt war und weiter kreativ. Und er hat ein unglaubliches Auge. Ich glaube, das habt ihr alle gesehen. So ein Auge hat keiner von uns, glaube ich. Und das tut mich auch immer wieder beeindrucken, was Simon macht. Merci vielmals. Ich muss einfach schon noch etwas sagen. Ja. Ja. Sie haben es gestern schon gesagt, ich habe auch nicht gut geschlafen. Aber als mir Sinn kam, im Katalog steht, Simon sei ein bisschen wortkarg. Und jetzt habe ich gedacht, das ist ja gut, jetzt schaue ich, dass ich dem nicht gerecht bin. Aber doch etwas möchte ich auch noch sagen, einfach mal merci allen, dass ihr gekommen seid. Und nachher möchte ich auch Danke sagen meinen Eltern. Ich habe gerade aus den Augen verloren. Schön, wenn man auch spürt, dass man unterstützt wird. Dann möchte ich auch meiner Frau Arnadia danken. Die hübsche dort hin. Ja, sie hat mir jetzt dieses Jahr noch nicht so viel gesehen. Aber danke vielmals für deine Unterstützung. Und ja. Ganz grossen Dank. Der Red hat mir für Bob Dims danken, aber es ist ja klar, für ihn ist ja jetzt alles entstanden, die ganze Zusammenarbeit, die Unterstützung auch vom Beat und vom Romy, die auch in der Kunststoffstiftung waren. Und natürlich auch vom Peter und Monika Regenas. Merci viel mal. Und ich möchte auch danken jetzt für das Buch, wo die Kunststoffstiftung jetzt das ermöglicht hat, dass man das Buch macht. Und da haben natürlich auch viele Leute daran gearbeitet. Einerseits haben wir den Fotograf dort, Jörg Hefeli. Super Fotos, mega Freude. Nachher haben wir den Grafiker, den Jörg Hegeli. Er ist der Jörg Hefeli und das ist der Jörg Hegeli. Ja, da ist er gerade. Genau. Ganz toller Grafiker. Und nachher, der Text ist eben der wirklich Zemp. Unglaubliche Texte. Also wie kann man so schreiben? Ich weiß, ich verstehe das nicht. Also, Nadia hat es auch gesagt, ne? Ich sehe es ja dann. Jawohl, und nachher, haben wir schon alle? ja, der gestern zu oben heimgekommen, oder? Nadia umarmt. Und gesagt, ich bin mega stolz auf dich. Und ich denke, hä, wie kommt jetzt das? Und sie gesagt, ja, jetzt das Buch gelesen. Und das ist wunderschön, wenn eine Frau und ein Mann sagt, ich bin mega stolz auf dich. Und so möchte ich das ein bisschen als Tipp für alle Männer geben, wenn ihr das wieder mal von eurer Frau wollt hören, dann lasst ihr so ein Buch machen. Das war aber so schön. Früher haben wir ja so ein stinkiges Dornsäckchen gehabt. Dann haben wir so gut gelagerte Dornschuhe mit. Und dann haben wir aber können den Mädchen hier über den Kopf packen. Das gehört auch noch dazu. Also, Nadja, sie ist nicht gegen sie, weil ich mache das nicht. Also, schlägt noch zu. Geht's gut, redet miteinander.